Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus der Redstone Factory, in der Redstone Factory, die Redstone Factory. Das ist unser Redstone-Projekt, das wir gerade bestreiten. Im Kreativmodus bauen wir eine gigantische Fabrikstadt mit so vielen coolen Techniken und oh my goodness, ich sag euch, mir macht das Projekt ultra viel Spaß. Macht es euch auch Spaß? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wie viele Folgen sind das jetzt? Also so viele Folgen, wenn man überlegt schon, wie viele Wochen dieses Projekt läuft, wie viele Monate schon dieses Projekt läuft. Und es macht immer noch extremst viel Spaß. Deshalb abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Folgen verpassen möchtet, denn die gibt es immer montags und freitags um 13.30 Uhr. Lange Redstone-Folgen, in denen wir ziemlich coole Sachen bauen. Schaltet gerne ein und Dankeschön an alle Menschen, die dieses Video mit einem Like unterstützen. Dankeschön, dass ihr diesen Kanal dabei beim Wachstum helft. Wir haben im letzten Part das Ding hier gebaut, das Baby hier gebaut. Das ist ein Display. Dieses Display kann anzeigen, wie viele Items gleichzeitig in der Fabrik hergestellt werden und das Ganze auf dem Graph anzeigen. Aktuell sprintet das Game, das heißt, das Game ist beschleunigt, denn jede Minute geht dieser Graph um eins zur Seite. Das heißt, das Game ist einfach gerade ein bisschen schneller. So, und wenn jetzt, sagen wir, in der ersten Minute werden, keine Ahnung, wir machen das mal, wir machen kurz eine Pro, ich zeige euch das mal. Also, wir machen das mal, ich zeige euch das mal hier ganz schnell, 64, dann 32 hier hin, machen wir 64 so, machen wir 16 und machen wir 8. So, einfach mal eine Progression. Angenommen, in der ersten Minute werden 8 Items hergestellt. So, wir lassen das Game mal ein bisschen sprinten. Dann nach einiger Zeit werden 16 Items hergestellt. So, und es läuft und 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 läuft. Dann werden irgendwann 32 Items hergestellt. Und dann werden irgendwann 64 Items hergestellt. Dann kann man diese Prognose auf dem Display sehen. Ihr seht quasi, hier ist ein Graph, der sich jetzt gezeichnet hat, der nach oben gegangen ist. Seht ihr? Und dieser Graph, der nach oben gegangen ist, geht jetzt auch wieder nach unten, weil jetzt gerade wird ja wieder nichts hergestellt in der Fabrik. Das heißt, manchmal sind hier so ganz wilde Bildfragmente und ich habe keine Ahnung, wie jetzt genau die zustande kommen und kann es mir logisch nicht zu 100% erklären. Ich kann es mir, glaube ich, nur darin erklären, dass irgendwie es mal ein Stromkötzerchen gibt oder irgendwas. Na, wie dem auch sei. Ab und zu mal gibt es leider solche Bildfehler. Ich habe keine Ahnung, warum die da sind, aber die sind da. Das ist nicht schön. Wie ihr seht, der Graph zeigt jetzt tatsächlich diese Prognose an. Ne? Und wenn wir jetzt die Fabrik tatsächlich arbeiten lassen, beispielsweise indem wir die Stickkiste leeren, indem wir mal ganz kurz hier ganz, ganz, ganz viele Sticks rausnehmen, jetzt müssen ja neue Sticks hergestellt werden. Wenn wir neue Sticks herstellen wollen, müssen Minecarts jetzt hier hinfahren, um neue Sticks herzustellen. Bedeutet, die Minecarts müssen Holz aus der Holzkiste holen. Da kommt schon das Minecart. Ihr seht, wupp, das Minecart holt Holz aus der Holzkiste, damit neue Sticks hergestellt werden können. Bedeutet natürlich, dass jetzt die Holzfarm sich einschaltet. Die Holzfarm schaltet sich hier ein, erntet gerade hier das Holz ab. Die LAs produzieren Holz, Sticks werden hier unten zu Dings gemacht. So läuft die Fabrik jetzt gerade natürlich richtig an. Also sie quasi die Rate geht total hoch, natürlich jetzt, die Produktionsrate. Hat jetzt gerade sogar ihr Peak erreicht, also ihr Maximum erreicht. Sagt ihr wirklich, die Fabrik ist innerhalb von kürzester Zeit hochgegangen und läuft jetzt auf Hochtouren. Und wie gesagt, das Board zeigt uns die letzten 30 Minuten an. Theoretisch könnten wir auch alle 30 Sekunden dieses Board um eins zur Seite bewegen. Dann würde uns das die letzten 15 Minuten anzeigen. Können wir nochmal drüber philosophieren, was sinnvoll ist. Also ob dieser Graph jede Minute weiter wandert oder alle 30 Sekunden. Wir könnten den Graphen sogar alle 15 Sekunden weiter wandern lassen. Dann hätten wir sogar ein relativ aktuelles Ergebnis. Ich weiß es nicht. Momentan läuft auf jeden Fall die Fabrik auf Max Peak, wie wir gerade sehen. Das ist quasi Maximum von dem, was möglich ist. Deshalb, ne, wir sehen, gibt es hier einfach den Rückstau. Das ist der Max Peak, bedeutet einfach, dass mehr dieser Trichter nicht lesen kann. Das heißt, der Graph ist ganz oben hier. Das ist ungefähr bei 144 bis 152. Das ist so Pi mal Daumen, muss man so ein bisschen sagen, was das System verarbeiten kann. Aber sobald genug Sticks da sind, würde das System wieder sich zurückbouncen. Ne? Quasi, es werden früher oder später eventuell auch Items, die spawnen. Das ist jetzt so verrückt, wie es jetzt gerade ist. Wird später im Betrieb der Fabrik nicht sein, weil im Betrieb der Fabrik werde ich nicht eine ganze Kiste leer machen, sondern da wird das System vorsichtig die Sachen nachproduzieren. So, jetzt hat sich die Holzproduktion schon mal ausgeschaltet, was bedeutet, dass ab jetzt der Bedarf runtergeht. Das sehen wir auch auf den Graphen richtig, ne? Dass quasi der Peak runtergeht auf 30. Das ist die Rate, in der gerade das Holz hergestellt wird. Und wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie währenddessen nochmal die Steinfabrik aktivieren, wenn er hier Stein erzeugt, können wir theoretisch hier auch machen, so, dann würden wir das auch richtig auf diesem Graphen sehen. Also wir würden jetzt sehen, dadurch, dass der Stein ankommt, seht ihr, geht es hier nochmal so ein Peak, der nach oben geht, so, wunderschön. Und der gemessene Peak geht jetzt geht's wieder runter, also da seht ihr, zack, 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 bricht der Graph wieder zusammen. Also das Ding zeigt uns wirklich eine richtig gute Verteilung an, wie die Fabrik läuft. Ey, krass, oder?
Und jetzt wollen wir uns mit den nächsten Sachen beschäftigen. Wir wollen jetzt dafür sorgen, dass wir, was machen wir heute? Den Load der Fabrik. Ich glaube, das ist eine Sache, auf die ich jetzt heute Bock habe, den Load. Und dann müssen wir uns noch mit den etwas komplizierteren Sachen machen. Also nachdem wir jetzt was Schweres gemacht haben, machen wir jetzt was Einfaches. Und zwar den Load. Der Load soll anzeigen, wie viele Fabriken aktuell aktiv sind. Wir haben über 42 Fabriken. Wir sehen ja quasi das auch hier unten an den Lampen im Boden dargestellt. Aber der Load soll uns auch nochmal einen Graphen anzeigen. Das heißt quasi, er soll bis 15 anzeigen. Das ist quasi 0 bis 15 zeigt er an von 42. Das heißt quasi, beim Load sieht man quasi, ob die Fabrik wirklich richtig läuft. Wenn der ganze Balken voll ist, dann läuft alles. Und wenn der Balken leer ist, dann läuft eigentlich gar nichts hier in der Fabrik. Und später auch in der Hauptfabrik und alles. Also das soll dieser Balken uns anzeigen. Und da wollen wir jetzt einsteigen, um das hinzukriegen. So, jetzt gucken. Mache ich das wirklich so mit dem Balken? Es ist gerade die Frage, ob ich das als Kontrastdisplay mache oder nicht. Aber wahrscheinlich schon, ne? Weil hier habe ich den Balken hier, diesen Kollegen hier, den habe ich ja nicht als Kontrastdisplay gewählt. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen verunsichert, wenn ich ehrlich bin. Wie wird das am sinnvollsten lösen? Ich glaube, es ist am schönsten, dass es quasi, wenn Load zu ist, dann ist einfach hier alles zu. Das heißt, Load wäre dann einfach so. Das ist quasi, jetzt ist gerade gar kein Load vorhanden. Theoretisch könnten wir es auch machen, wenn gar kein Load vorhanden ist, dass dann diese ganze Zelle sich deaktiviert. Und das erst, wenn Load vorhanden ist, dass dann so angezeigt wird. Und wenn gar kein Load ist, könnten wir diese ganze Zelle ausblenden. Also quasi dann das zumachen. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht von der Idee. So, das heißt, erstmal gucken wir, dass wir hier die Kolben gleich reinsetzen, die das Ganze hier setzen. Ich habe eine Idee, wie wir das jetzt ein bisschen intelligenter lösen können. Wir nehmen einfach Rolled uns zur Hilfe. Also, Sticky Pistons, einmal so. 1, 2. Ich merke aber, das wird doch nicht so ganz einfach, was wir hier vorhaben. Wir müssen das später mit einer Stromstärke in Verbindung setzen. Die Stromstärke muss ermittelt werden durch unser Fabrikabfragesystem. Die Fabriken werden gesteuert vom Zentrallager. Also wir haben ja dieses Hauptlager, wo die ganzen Kisten stehen. Das sogenannte das ist ein ganz schlechter Begriff. Tut mir leid. Das sogenannte Working Storage System. Ich verstehe, warum das ein schlechter Begriff ist, ne? Working Memory. Random Access Memory. Also ein Lager, welches quasi als temporäres Zwischenlager dient, damit die Fabrik arbeiten kann. Wir brauchen einen guten Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal The Brain. Aber wenn ihr einen besseren Namen habt, dann schreibt ihn gerne mal in die Kommentare. Und dieses Lager steuert letzten Endes, welche Fabriken an- oder ausgehen durch den Füllstand. Wenn der Füllstand in einer Kiste nicht ausreicht, dann wird die Fabrik angefragt, die dafür verantwortlich ist, den Füllstand auszugleichen. So, deshalb machen wir Folgendes. Wir nehmen uns jetzt dieses Ding hier. Das ist unser kleiner Computer, den wir mal gebaut haben, der auslesen kann, was denn hier in unserem Lager quasi gerade benötigt wird oder nicht benötigt wird. Den Computer müssen wir jetzt einmal ganz kurz rotieren. Rotate 180 und dann pasten wir den zweimal. Wichtig ist immer zweimal zu pasten, weil sonst wollte ich hier Mist macht. Okay, perfekt. Sieht gut aus. Das gleiche müssen wir jetzt nochmal machen. Dieser Computer ist schon komplett richtig eingestellt auf alles, was wir brauchen. So, perfekt. Und den müssen wir jetzt einmal mitnehmen in unsere Fabrik. Copy, perfekt, ist gekopiert. Das kommt dann einmal hier hinter das Display. Kann relativ weit in den Boden kommen. Ist jetzt gar nicht mal so dramatisch, weil wir es ein bisschen nach unten in den Boden setzen. Das heißt, gehen wir mal hier rein. Theoretisch, weil ich überlege gerade, man könnte das sogar eventuell intelligent machen. Intelligent ist keine schlechte Idee, oder? Ich halte intelligent für eine schlaue Idee. Weil wir ja eine Anzeige machen wollen, nochmal irgendwo anders, welche Fabriken gerade laufen, welche nicht laufen. Ich bin gerade überlegen, ob man hier noch eine Anzeige hinmacht. Aber ich glaube, ich mache es doch lieber nicht intelligent. Nee. Dann lasse ich es doch so, wie es ist. Von wo habe ich das jetzt kopiert? Ich habe das, glaube ich, irgendwie von vorne kopiert. Das heißt, ich gehe mal ein bisschen hier in den Boden und paste das mal hier. Genau, perfekt. Ich paste es zweimal, dass es definitiv richtig gepastet ist. Okay, sieht gut aus. So, und da ist jetzt unser Kollege drin.
Ich würde diesen Kollegen gerne noch mal ein bisschen mehr Platz geben, damit wir einfach besser bauen können. Deshalb machen wir First Position und einmal eine Second Position. Sehr schön. Ich gehe mal ganz kurz dahin, wo ich es gepastet habe. Gehe mal hier in die World Edit, in den Dings-Modus, Game-Modus. Und mache Z0 und Paste, Paste. Sehr schön. Genau. Perfekt. Geschafft. Alles klar. Das Ding ist jetzt drin. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Zunächst einmal bauen wir das Ding um. Wir müssen jetzt hier zählen, wie viele Lampen an sind. Und zwar von 0 bis 15. Wenn mehr als 15 Lampen dran sind, dann bleibt es bei 15. Wir wollen also quasi die Menge der Lampen, die an sind, in eine Stromstärke überführen. Das können wir relativ einfach machen. Hoffe ich zumindest, dass wir es einfach machen können. Indem wir das hier nehmen. So, indem wir eine Reihe nehmen und quasi ein neues Element hinzufügen. Ich mache das jetzt mal aus einer anderen Farbe, aus Purple Terracotta. Wir wissen, dass wir es quasi an dieses System ansteuern. Okay, also gehen wir her und machen das einmal so, indem wir eine Reihe hier aufbauen. Und an die Reihe anschließend tun wir dann einmal hier einen Redstone-Komparator. So, zack, 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 zack. Sehr schön. Die Redstone-Komparatoren, die wir angeschlossen haben, sollen jeweils minus 1 rechnen, sodass am Ende quasi die Summe der Reihe hochkommt. Und das muss dann dieser Komparator am Ende später runter addieren. Aktuell ist die Summe der Reihe 1. Falsch. Falsch, 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 falsch. Ich baue das falsch. Nein, das ist so nicht richtig. Das ist nicht richtig so. Nee. Das funktioniert so nicht. Wir wollen ja zählen. Aktuell zähle ich die Stromstärke. Also wir wollen ja wirklich die Sachen zusammenzählen. Wir wollen ja eine Addition machen. Deshalb muss ich das anders machen. Die Addition muss ich so machen, dass ich nachdenke. Und zwar, wir müssen das Ding in eine 1 umwandeln. Das heißt, wir werden gleich mit Kuchen spielen müssen. So, warte. Wir haben hier unsere ganzen Signale, die hier ankommen, aus der Reihe heraus. Okay. Das muss jetzt in eine 1 umgewandelt werden. Das können wir nur in eine 1 umwandeln, wenn wir da mit Kuchen arbeiten. Das heißt, wir schnappen uns einen Cake. Der kommt hier hin. Ich dachte eigentlich, dass dieses Load-Ding das leichteste ist, aber so einfach ist das nicht, wie ich gerade merke. So, der Kuchen sorgt jetzt dafür, dass diese Signale hier auf 1 runtergerechnet werden. Das heißt, jetzt kommt hier eine 1 an, wenn die Zelle aktiv ist. Das heißt, hier sehen wir, ist eine 1. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist das hier zu nehmen. Das heißt, am Ende haben wir hier eine volle Stromstärke, die hier anliegt. Mit einem Redstone-Block machen wir das. Und dann rechnen wir diese volle Stromstärke durch und am Ende rechnen wir dann die Reihe. Wie viel hat das maximal? Das ist quasi aktuell. Wenn wir jetzt quasi mal schauen, hier reinmachen, dann kommt hier aktuell nichts bei rum. Und jetzt kommt hier eine 1 bei rum. Perfekt, das ist es. So, jetzt wird hier die Stromstärke zusammengezählt. Das, ihr seht quasi, hier liegt eine 1 an. Da seht ihr das, 1. Die untere Reihe ist 1. Wenn jetzt auf der unteren Reihe auch, ich simuliere das jetzt mal, hier Strom an wäre, dann sollte jetzt eine 2 da hinten rauskommen. Tut's. Hat funktioniert. Das heißt, diese Technik hier kann jetzt die Menge, die in der Reihe ist, zusammenrechnen auf eine Stromstärke, die hier ist. Kapisch? Sehr schön. Jetzt müssen wir später noch alle Reihen vertikal zusammenrechnen. Weil das, was ich jetzt hier gebaut habe, das ist ja schon schön, das können wir jetzt für jede Reihe theoretisch bauen. Aber wir müssen auch eventuell doch noch jede Reihe komplett zusammenrechnen. Aber das können wir auch auf einen schlaueren Weg machen als der hier. Das heißt, warte mal. The Joecraft hat eine Idee, wie wir das hinkriegen können. Und zwar, wir schnappen uns eine Wand, eine Magic Wand, Magic, und setzen einmal das Ding durch alle Reihen durch. Wie viele Reihen haben wir? 2, 3, 4, 5, 6, die durchgestackt müssen, also stacken wir 6 Mal. So. Haben wir 6 Mal nach oben gestackt. Und was wir jetzt machen können, jetzt pass auf, jetzt kommt der schlaue The Joecraft Move. Wir können die Komparatoren wie durch eine so eine Art Schlange durch die Reihen durchleiten. Eine Komparatorenschlange quasi. Und damit sollten wir in der Lage sein, dass das am Ende, läuft. So, zack. Und also das heißt quasi, wir können direkt von oben das Ganze durchleiten und jedes Mal wird minus 1 gerechnet, bis irgendwann das Redstone aus ist, weil dann ist das Maximum erreicht. So, genau, das müsste ja ganz einfach jetzt so hin und her leitbarer sein. Ihr seht quasi, das Signal kann einfach hier durchgeleitet werden. So, und das Signal beginnt hier oben
bei der Zelle hier oben. Das heißt, hier ist unser Redstone-Block und soll jetzt einmal durchgeleitet werden. Und jedes Mal, wenn es auf eine Zelle trifft, die aktiv ist, rechneten wir minus 1 an dieser Stelle. Das heißt, machen wir so. Läuft durch. Hier hinten auch. Läuft durch. Bis hierhin. Und läuft durch. Und läuft durch. Und hier am Ende rechnen wir einmal voll minus das Ding. Und damit erhalten wir die Dings. Aktuell 3. Hier steht eine 3. Das heißt, es müssten 3 Fabriken aktiv sein. Ja. 1, 2, 3. Seht, 3 Fabriken sind aktiv. Zumindest auf diesem Board sind 3 aktiv. So. Sehr schön. Das heißt, hier kommt jetzt unsere Stromstärke raus mit der Menge an Fabriken, die aktiv sind. Cool. Ja, jetzt müssen wir das Ganze hier noch irgendwie auf diesem Board anzeigen. Das heißt, wir schnappen uns Worded It. Tschupp. Und fügen das Ding einmal nach hinten. So. Move. Perfekt. Deselect. Gut. Wir werden später nicht einmal das Ding reinmachen. So. Wenn die Dings an sind, ist das aus. Okay. Jetzt müssen wir kurz nachdenken, weil wir immer 2 Einheiten haben wollen. Bei dieser Pistenreihe hier. Die von einer Stromstärke aktiv sind. Das heißt, auch hier müssen wir später eine klitzekleine Logik bauen, damit es funktioniert. Das Problem ist, wir wollen immer 2 auf einmal ansteuern. Oh, das macht das Leben mir so kompliziert. Minecraft, warum machst du mir mein Leben so kompliziert? Alles so kompliziert, alles so mies kompliziert. Okay. Die Stromstärke soll später hier reingehen an dieser Stelle. Vielleicht lassen wir die Stromstärke besser nach oben laufen, von unten nach oben durchlaufen. Geht das? Nee, geht nicht so einfach. Von unten nach oben ist leichter. Aber oben nach unten ist leichter. Okay. Die Signale würden dann hier reingehen. Das heißt quasi immer, wenn die Stromstärke 1 angeht, soll das hier angehen. 2 soll das angehen. 3 das und so weiter und so fort. Das Problem ist, ich könnte das von oben und unten anschließen, aber ich möchte ja gerne diese Kolben auch noch aktivieren und deaktivieren. Deshalb muss das irgendwie über eine Redstone-Matrix aktivierbar sein. Das heißt, dass die Stromstärke, die hier reingeht, subdividiert werden muss auf, Alter, das ist alles auf einem Platz von 2 Blöcken, ne? Muss jetzt nochmal subdividiert werden auf minus 1. So. Genau, indem wir ein Cake nutzen. Ja, weil wir von rechts nach links arbeiten, können wir das so machen, 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 so. Das ist genau, also so sieht schon mal gut aus. Jetzt kommt hier eine 1 raus, ne? Jetzt geht ja die 1. Die soll aber nicht rauskommen, sondern eine 2 soll rauskommen im besten Fall. Können wir ein Cake vielleicht essen? Dann kommt eine 3 raus. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Nee, das ist gut. Dann machen wir das genau so. Und das ist jetzt meine Zelle, die um einen Block weiter nach vorne gepackt werden muss. So. Und hier machen wir noch eine Subdivision von 1. Indem wir quasi hier eine 1 reinmachen und fertig. Können wir eigentlich nicht mit dem Crafter eine 1 machen, theoretisch sogar? Gibt er nicht sogar jetzt auch eine 1 aus? Können wir direkt mit dem Crafter, ja, perfekt. Ah, der Crafter ist cool, ne? Theoretisch können wir den Crafter als, es ist cool, mit dem Crafter kann ich die Stromstärken 0 bis 9 einstellen, das ist mega cool. So, und das ist es. Das Ding hier soll jetzt einmal um einen Block nach vorne gemoved werden. Kann ich das machen, ohne dass es Redstone kaputt geht? Ja, nicht ganz, aber fein, auf jeden Fall so. So, und jetzt können wir First und Second, das können wir jetzt durchstacken. Stack 14 mal durch. Einmal bitte ordentlich, deselect. Na, und damit haben wir es jetzt geschafft. Damit können wir es jetzt alles richtig anschließen. Es sieht sehr verrückt aus tatsächlich, wenn ich das mal von oben angucke. Aber das ist wieder typisch Redstone hier. Man arbeitet mit, mit den verrücktesten Materialien. Fein. So, und jetzt muss das Signal nur noch hier reingehen an dieser Stelle. Das heißt, hier muss dann sozusagen das Ding, was angezeigt werden soll, reingehen. Das heißt, wir müssen das irgendwie von unten hochleiten. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie eine Hochleitung bauen. Ja, einmal so als Spirale machen wir die nach unten gehend. So. Und dann so. Ja. Klappt mehr oder weniger gut. Mehr schlecht als recht, wenn ich ehrlich bin.
Aber wir schaffen das schon irgendwie da reinzukommen. Okay, so. Nee, 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 nee. So, aber so. Und so und so. Okay, na, irgendwie klappen. Zack. So, 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 do, 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 do. Sehr schön. Sieht gut aus. Können wir alles einmal so in das System integrieren. Von hier unten müssen wir das so rausnehmen. Okay. Und jetzt müsste hier eine 3 angezeigt werden. Nee, es wird eine volle 15 angezeigt. Warum wird eine volle 15 angezeigt? Ah, weil ich vergessen habe, hier die Subtraktion mit einzubauen. Das ist wichtig. Okay, und jetzt wird eine 3 angezeigt, wie ihr seht. Also 1, 2, 3. Weil 3 Fabriken an sind, wird die Stromstärke 3 von 15 angezeigt. Und je größer die Stromstärke ist, die hier reingeht, desto mehr Fabriken sind an. Das heißt quasi, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, ja, es sind insgesamt 4, 5 Fabriken an, dann erweitert sich das System von 4 auf 5. Dauert einen kleinen Moment, aber 4, 5. Zack, hat geklappt. Ihr seht, jetzt zeigt das System 5 an. Und ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, das Problem ist, wenn sich diese Zelle hier updatet, dann gehen die natürlich einmal aus und an. Das ist nicht so sinnvoll, denke ich. Das heißt, rein theoretisch müssten wir auch hier eine Technik bauen, die beim Update das werden wir uns gleich lösen, das Problem. Okay, wir werden auf jeden Fall noch ein Problem haben. Das sehe ich jetzt schon, aber das Problem kriegen wir gelöst. So, nächster Schritt. Wir wollen diese Reihe unten auch noch aktivieren und die Reihe da oben aktivieren, wenn mindestens 1 angezeigt wird. Das heißt, solange 0 angezeigt wird auf diesem Ding, soll hier unten und oben nichts passieren. Das ist so ein bisschen die Idee. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, dass wir gleich noch auf ein kleines Problem stoßen werden. So, dann machen wir so. Tiki-tak-duk-du. Und ab die Post. Einmal so. Die ganzen Kolben hier, die kriegen wir angeschlossen und angesteuert über einmal eine Redstone-Fackel. Könnte man theoretisch machen. So. Beziehungsweise. Einfach eine Redstone-Fackel-Leiter, merke ich gerade. Das ist, glaube ich, am leichtesten, das so zu machen. Dann machen wir einmal so. So. Aktivieren wir schon mal diese Reihe. Und so. Und so. Jetzt genau, sind die schon alle ausgefahren. Das sieht gut aus. Jetzt muss das Signal noch irgendwie auf die andere Seite weitergeleitet werden. Da müssen wir hier auch ein bisschen aufpassen. Guck mal ganz kurz hier. Da müssen wir hier dafür sorgen, dass wir eine Art Umleitung dafür kriegen. Fürs Redstone hier. Okay, genau, sehr schön. Das gleiche hier am besten auch nochmal. Beziehungsweise hier können wir auch wieder das gleiche wie auf der anderen Seite bauen. Das heißt, hier setzen wir auch eine Fackelleiter hin. Zack. Fackelleiter schließt dann automatisch die Kolbe richtig an. Und auch hier oben die Kollegen hier. Beziehungsweise ist dann überhaupt noch das hier notwendig? Ist es leider noch notwendig. Schade. Okay. Hätte ja sein können, dass wir das irgendwie doch nochmal anders hinkriegen. So, das gleiche müssen wir natürlich darunter auch nochmal eben bauen, damit das hier auch richtig angeschlossen wird. Genau, hier ist wieder das Problem. Das heißt, dann gehen wir hier so entlang, so und so und verbinden das miteinander. Sehr schön. Und jetzt müssen wir noch diese Fackelleiter hiermit verbinden. Das heißt, das hier ist unsere Main Connection Line, die wir einmal hier entlang leiten. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in Kontakt mitkommen. So, beziehungsweise eigentlich ist das fein, wenn wir damit in Kontakt kommen hier, weil das, solange hier mindestens ein Strom anliegt, soll ja die aktiv sein. Das heißt, genau, so wie es jetzt ist, perfekt, soll es aktiv sein. Ja, top. Ja, warte, dann machen wir es mal, wenn auch richtig ordentlich. Wenn schon, denn schon, ne? Ja, und ziehen das Ding einmal hier durch. Hier können wir dann einen Repeater nutzen. Nice. Das wird auch nicht ganz reichen, aber damit sollten wir auch den hinteren Teil aktivieren. So, das heißt, sobald jetzt mindestens ein Signal da ist, geht das Ding nach hinten. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, ich habe ein großes Problem, denn ich habe die Pistons leider falsch gebaut. Oh. Na, wer von euch hat es gemerkt? Ist aber nicht schlimm, kriegen wir alles nach hinten. Kriegen wir alles um ein Stück nach hinten. Müssen leider tatsächlich nochmal um einen Block nach hinten ziehen, das ganze Ding hier. Warum? Ah, wegen eines Butt-Switches nehme ich an, ne? Ja.
Ja, hier ist irgendwie Butt-Switch drin, oder? Wo bist du gebutt-powered? Ach, von unten wirst du gepowered. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, das ergibt Sinn. Dann machen wir das anders. Machen wir das so, jetzt ist der fein, ne? Okay. Ja, warte mal. Und ich glaube, ich habe es falsch herum gemacht. Ja, okay. Also ist noch einiges nicht richtig. Das wird nochmal lustig, Leute. Also, das Erste, was nicht richtig ist, ist, dass wir auf jeden Fall die Reihe vermupst haben. Das heißt, erstmal schieben wir den ganzen Teil hier weg. Das kommt auch weg. Das Kabel hier müssen wir eh nochmal bald richtig verlegen. Zunächst aber einmal wollen wir dafür sorgen, dass wir die Einheit richtig nach hinten schieben. So. Das funktioniert so, dass wir jetzt... Das müssen wir leider einmal übers Copy and Pasten lösen, weil ansonsten es Ärger gibt. Cut. Und dann machen wir hier Paste, Paste. Wir müssen es zweimal pasten, weil sonst die Redstones manchmal kaputt gehen. Okay, das hat schon mal geklappt. Gut. Das heißt, jetzt sind die Pisten schon mal wenigstens an der richtigen Stelle hier gesetzt. Okay. Die obere Leitung spinnt noch, aber das liegt daran, dass hier oben das Redstone nicht richtig mit übertragen worden ist. Ja, ich habe einfach die Boundaries falsch gesetzt. Das war mein Fehler, mein Schuld. Tut mir leid, hätte ich dran denken müssen. Wie war das jetzt hier gelöst? Ich glaube, irgendwie so hatte ich das jetzt gemacht. Genau. Und was wir noch verändern müssen, ist dafür zu sorgen, perfekt, dass wir den inneren Teil verneinen, also umdrehen. Der ist leider nicht richtig herum, oder? Ja, yes, genau, der ist nicht richtig herum. Der muss genau noch einmal umgedreht werden. Das heißt für uns, dass wir diesen Teil, der innen drin ist, nochmal um eins nach hinten schieben müssen. F for that. Aber kriegen wir auch hin. Also, wir nehmen uns World Editor dafür zur Hilfe. First position here, second position dort. Und auch hier müssen wir jetzt tatsächlich einmal Folgendes machen. Wir machen das auch hier mit slash cut und paste, paste. Zweimal pasten, damit es keine Ärger gibt. Perfekt, geklappt. Und jetzt können wir einfach hergehen und hier Fackeln hinsetzen. Nein, können wir nicht, wegen der Redstone-Leitung hier unten. Es ist zum Mäusemelken, Leute. Aber, tja, das ist die Challenge hier. Keiner hat gesagt, dass es einfach wird, was wir vorhaben zu bauen. Doch, ich habe es immer gesagt, das ist der Witz. Ich habe ja gesagt, dass es einfach wird, was wir hier bauen. Nein, hätte ich nicht sagen dürfen. Ich war ein bisschen vorlaut, ne? Jetzt haben wir wieder ein Problem. Ah, ist das Wahnsinn! Ja! Das ist, doof. Leitet ein Crafter Strom? Ich befürchte ja, oder? Ein Crafter ist ein Block, der auslesbar ist, was Strom angeht. Ja, das dachte ich mir schon. Das heißt, dieses Signal hier würde, obwohl es betrifft nur dieses eine hier, nur der Crafter ist betroffen. Ah, hier ist gerade ein Problemchen, wie ihr seht. Das heißt, nur der ist betroffen. Das heißt, das Problem hier kriegen wir ausgebügelt, indem wir das hier einen Block so zur Seite setzen. Dann funktioniert das hier wieder. Okay. Dann haben wir das Problem hier ausgelöst. Okay. Weil sonst wäre hier das Signal durch den Crafter durchgegangen. Dann hätte es wieder nicht richtig funktioniert. Fein. So, jetzt müssen wir die Reihe hier unten nochmal korrigieren. Die ist leider uns abhanden geraten. Also müssen wir einmal hier das verändern und verbessern. Wie verändern und verbessern wir es am sinnvollsten? Ich denke, dass wir das mittels Repeaters lösen, die wir einfach hier mit reinhauen. So, okay, first, second. Wie oft stacken wir das? Keine Ahnung. Ich schätze mal einfach 30 Mal. Nicht schlecht geschätzt. So. Wenn die Dings angehen soll, machen wir alles weg hier, machen das nochmal weg. Also, wenn das angehen soll, dann kommt das Signal ja von hier und kommt von hier und geht dann hier weiter runter. So, zack, da soll ja irgendwas drauf angezeigt werden. Zack. Und zack und zack. Und zack, sieht schon mal ganz gut aus. Dann soll das Signal übergehen, hier an dieser Stelle, in diese Leitung rein.
Wenn also jetzt hier irgendwas drin ist in diesem Trichter, dann aktiviert sich das hier alles schon mal. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch diesen Teil hier richtig aktivieren. Fertig, Problem gelöst. Oder ist das Problem gelöst? Genau, andersherum müssen wir es aktivieren. Aber ansonsten ist das Problem doch schon mal ganz gut gelöst. Sieht doch schon mal gut aus. Wir müssen das hier nur einmal verneinen. Genau, das gleiche gilt auch hier auch immer. So, jetzt ist es richtig gemacht. So, sehr schön. Das Signal wird aber hier noch nicht richtig übergeben, weil hier das noch nicht richtig ist. Nö. Okay, dann müssen wir es hier nochmal eben korrigieren. Also, hat aber schon mal funktioniert. Also, wir nähern uns einem Ziel. Das ist so schon mal eine positive Wendung der Dinge, würde ich sagen. Das ist außerhalb des Displays. Ja, aber wir werden ein bisschen außerhalb des Displays gehen müssen. So, zack, zack. Und wir werden noch ein Problem bekommen, aber das Problem zeige ich euch dann gleich. Da müssen wir noch irgendeine raffinierte Technik einbauen. Und jetzt wird auch wieder eine etwas längere Folge. Aber ist auch schön. Ich hatte früher mal angefangen bei dem Projekt mit 30-Minuten-Folgen, aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile irgendwie gefühlt jede Folge so 45 Minuten bis eine Stunde dauert. Aber egal, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, weil wir auch das ordentlich machen wollen, was wir hier bauen. Also, das ist unsere Datenleitung. Hier können wir den Übergang machen. Das ist, du kannst ja sagen, ne? Hier ist das so, ist dann so, geht dann hier rüber. Hoffen wir nur, dass wir den Repeater an der richtigen Stelle hier setzen. Da einen hin, so, perfekt, dann sieht das gut aus. Das heißt, wenn jetzt also, wir können es ja einfach mal so machen, dass wir wieder das gleiche machen, was wir schon mal gemacht haben. Wir füllen das Ding jetzt langsam mit Snowballs. So, einfach perfekt, so in den Inventar direkt nehmen. Schlupp. Okay, aktuell ist alles zu. Ja, alle Pistons sind geclosed, wie wir sehen. Das heißt, wenn wir first, second, set, hand das Ganze zumachen, dann sehen wir gerade gar kein Load. Wenn wir jetzt aber anfangen, hier Load raufzuschicken, dann seht ihr, öffnet sich diese Leiste und unser kleiner Balken wird immer größer. Bis zu 15. Das heißt, es funktioniert. Sobald wir keinen Load mehr haben, sobald wir nur einfach abcutten, schließt sich das ganze Ding hier. Finde ich cool. Gefällt mir. So. Damit ist auch klarer zu verstehen, was dieser Balken anzeigt. Nun denn, jetzt mache ich Folgendes, Leute. Und zwar, das mache ich kurz eben als Magic Cut für euch. Wir müssen jetzt das Datenkabel hier reinleiten. Das heißt, ich muss jetzt einmal kurz ein Kabel bauen, welches von da nach da oben geht. Deshalb ganz kurz Magic Cut. Ihr seht, ich habe jetzt einfach mal die Wasserbahn hier unten etwas extended und habe das Kabel hier oben angeschlossen. Jetzt, sobald ich hier einen Repeater hin mache, läuft die Technik. Aber was wir noch eben schnell machen, ist das Ganze miteinander zu verbinden. Und dann werdet ihr gleich sehen, was ich mit Problemchen meinte. Ich habe ja gesagt, ein Problem wird da noch sein und dieses Problem müssen wir irgendwie lösen. Kriegen wir aber hin, bin ich zuversichtlich. So, okay. Erstmal sehen wir zu, dass wir das Ganze hier wieder nach oben leiten. Sehr schön. Irgendwie so und so und so. Okay, perfekt. Und ja, jetzt wird das auch schon mal angezeigt. Die 3 wird angezeigt. Okay, das heißt, wenn wir jetzt das Kabel anschließen, wunderbar, jetzt ist es an den Datensatz angeschlossen, sollte jetzt der Load verschwinden, weil aktuell keine Fabrik aktiv ist. Oder? Ah, warte. Denkfehler, ich habe einen Denkfehler gemacht. Ich muss das hier nochmal verneinen. Denkfehler von The Joecraft. Ich habe einen Denkfehler gemacht. Okay, den Denkfehler kriegen wir gelöst, indem wir etwas verändern. Okay, genau, weil wir nicht bedacht haben, dass das alles nochmal verneint werden muss. Das heißt, solange eine Kiste leer ist, soll eine Fabrik laufen. Oh man, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, aber egal. Ja, doch, eigentlich schon. Also erst wenn eine Kiste voll ist, gilt die Fabrik als aus. Okay, kapisch. Okay, zunächst müssen wir als erstes einmal das wieder aus...
cutten und pasten das zweimal hier hin, dass diese Technik wieder läuft. Der nächste Schritt wird sein, dass wir einmal das hier mit den Kollegen hier ändern. So, okay. Und dann einmal das Ganze verneinen. Tick, 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 die tick. Okay. Beziehungsweise, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir es so machen. Wir sollten hier Fackeln nur da anschließen, wo auch wirklich Fabriken sind, die wir bereits angeschlossen haben. Das heißt, sonst wird das nicht funktionieren. Ja, das Ganze stacken wir nochmal 6-mal runter. Und jetzt müssen wir quasi überall, wo wir bereits eine Fabrik haben, das Ganze anschließen. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz, wo haben wir eine Fabrik? Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Fabriken auf Höhe 2. 5 verschiedene Fabriken, die haben wir. Das heißt, das muss ich einfach mal anschließen. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, die sind jetzt alle aus, weil gerade all diese Fabriken aus sind. Diese müssen an sein. Okay, perfekt, jetzt passt's. Jetzt stimmt's. Das heißt, wir sehen, es ist gerade kein Load vorhanden. Und das Problem ist genau das, was wir jetzt gerade hier sehen. Und zwar, dass das Ding immer wieder aufblippt, während ein Datensatz übertragen wird. Da seht ihr das? Und dieses Aufblippen, das möchte ich quasi verhindern. Also es liegt natürlich daran, dass sobald ein Datensatz übertragen wird, einmal kurz, wie ihr seht, diese Fackeln aufleuchten. Das ist völlig normal, dass sie das machen. Aber das ist nicht richtig. Also müsste ich hier eine Zelle einbauen, die das zwischenspeichert. Das Signal und erst nachdem die Änderung durchgegeben worden ist, das neue Signal durchlässt. Das heißt, das muss noch irgendwie in diese Technik integriert werden. Das heißt quasi, dass wir dieses Aufblippen quasi berücksichtigen. Das wird nämlich, ob wir wollen oder nicht, unangenehm mit drin sein. Deshalb legen wir mal von vorne rein, machen das direkt von oben mit. Warum habe ich eigentlich hier oben noch eine Einheit? Ich merke gerade, die hätte ich ja gar nicht gebraucht, die Einheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Ah. Nee, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Haben wir nicht 7 mal 7? Oder haben wir 6 mal 7? Wir haben 6 mal 7. Okay. Ich kann doch nicht mal rechnen, ne? Das ist echt doof. Genau, diese obere Reihe hier brauchen wir gar nicht. Die hätten wir schon von drei weggemacht. Dann wird es heute eine längere Folge. Stellt euch drauf ein. Egal. Mir soll es recht sein. Wir machen das fertig. Wir machen es ordentlich. So und nicht anders. Okay, also. Erstmal legen wir das hier um, dass das wieder neu funktioniert. Und lass mal von hier das Blippen mitgehen. Quasi nach dem Motto. Das heißt, wir müssten die letzten beiden Kisten im Lager mal ganz kurz befüllen. Das sind die letzten beiden Kisten hier, ne? Das sind die letzten beiden Kisten. Dann lass uns die letzten beiden Kisten mal ganz kurz befüllen mit irgendeinem Material. Ich packe mal ganz viel Schleim hier rein. Und ich packe mal ganz viel Schleim hier rein. So, damit unsere beiden letzten Kisten befüllt sind. So, das heißt, jetzt kommt hier ein Signal an. Das bedeutet, diese Fackeln müssten jetzt ausgehen. Theoretisch. Nein. Ah, hier, doch, hier sind sie ausgegangen, okay. Es wären nicht die letzten beiden Kisten gewesen, aber ist nicht schlimm. Merken wir uns einfach mal, das wären sie gewesen. Und das Problem ist, beim Durchtesten blippt es halt immer einmal auf. Das heißt, die Fackeln gehen immer an und aus. Und das ist halt das Problem, was ich gerade habe. Okay, jetzt möchte ich hier unten eine Speicherzelle bauen, mit der ich das irgendwie hier zwischenspeichern kann, das Signal. Das heißt, ich nehme mir mal ganz kurz World zur Hand. First und Second und Z0. Und jetzt müssen wir hier ein Speichersystem bauen. Das ist quasi so die Stromstärke, die quasi hier rauskommt am Ende, einmal kurz zwischenspeichern können. Da hatte ich mal eine Technik für entworfen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das war, glaube ich, irgendwie Technik, die das übernehmen kann, das Signal. Gerade überlegen, das heißt, wir müssen hier wieder so eine Art RAM-Zelle bauen, in der das zwischengespeichert werden kann, das Signal. Das hier ist unser Zwischenspeicher, unser Arbeitsspeicher. Und wenn ich den hier disable, soll der Output enabled, der Input enabled werden. Das ist der Input, das heißt, das muss einmal hin und her schalten. Machen wir es mal so mit dem Target hier hin und so. Oder andersherum sogar.
fast schon sinnvoll, so herumzumachen. Okay. Dann haben wir die gleichen Verzögerungen hier. Und dann noch einmal verneinen. Das heißt quasi, wenn ich das so baue, kann ich immer nachdem ein Update gemacht worden ist, das einmal hier durchleiten in die Zelle. Das heißt, aktuell ist die Zelle gesperrt. Das heißt, das Signal, was hier unten anliegt, egal wie es ist, wird nicht richtig durchgeleitet. So, jetzt. Aber hier kommt gerade kein richtiges Signal an, ne? Ja gut, weil keine Zelle aktiv ist. Dann machen wir mal 1, 2, 3. Machen wir die mal aktiv, dass eine 3 hier anliegt. So, und ich muss halt jetzt gucken, dass immer nachdem ein Update gemacht worden ist, dass hier das dann in diese Zelle reingeleitet wird. Das ist halt die Frage, wie initiiere ich das Update? Theoretisch könnte man das über diese Leitung hier mit initiieren. Also woher weiß ich, dass der Update-Zyklus fertig ist? Der beginnt ja hier mit unten, sobald halt durch ist, müsste in dem Moment, sobald durch ist, einmal quasi hier das gespeichert werden. Das können wir einfach wirklich, das können wir zeitlich theoretisch abhängig machen von dem Signal hier. Das heißt, wir können hier unten eine Technik bauen, die das ausliest. Machen wir am besten auch so, dass wir das mit einer Stromfalle bauen. Altbewährte Technik. Also, Signal wird hier reingelatscht und muss am Ende irgendwie wieder rausgelöscht werden. I'm not sure about it. Ja, ich mache es einmal so, genau. So wäre ja die Idee der Stromfalle, dass man das quasi so latcht. Okay, perfekt. Das Signal würde dann sich hier reinfangen in dieser Technik. Und dann würde das System einen kleinen Moment warten. Sobald das Signal hier drin ist, würden wir damit einen Kurzzeitkondensator entladen. Das heißt, Signal kommt hier an. Dadurch wird ein Kondensator entladen. Ich weiß nicht, wie groß der sein muss. Der muss, glaube ich, gar nicht so krass groß sein. Deshalb baue ich ihn einfach mal so groß. Und der Kollege wird entladen. Sobald er entladen ist, geht dieser Kolben aus. Genau. Das ist es eigentlich schon. So, und dann, sobald er ausgegangen ist, der Kollege hier. Genau, so, ist, genau, das Ding wird entladen, während die Datenübertragung erfolgt. Sobald die Entladung erfolgreich ist, was jetzt der Fall ist. Aber das passt ja nicht. Wir haben gesagt, dass es alle 15 Sekunden diesen Lagercheck gibt. Moment, stopp, stopp, stopp. Macht es wirklich alle 15 Sekunden? Das ist ja nicht richtig. Seht ihr, das sind nicht 15 Sekunden. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz dafür sorgen, dass das Lager tatsächlich alle 15 Sekunden erst ein Update macht. Wir können ja alles hier mit 15 Sekunden synchronisieren. Ich habe hier oben irgendwo einen Timer, der 15 Sekunden abzählt. Da ist er. Der Timer hier, der Timer, der für diese Technik hier verantwortlich ist, zählt 15 Sekunden ab. Und an diesen Timer müssen wir eigentlich das Ganze anschließen. Das heißt hier, ich mache es mal ganz primitiv für den Moment, aber auch das müssen wir nochmal später ordentlicher verkabeln. Das ist unser 15-Sekunden-Signal, ein 15-Sekunden-Carrier. Der muss hier unten in den Lagerzyklus gehen. Das heißt, da müssen wir dafür sorgen, dass alle 15 Sekunden, später werde ich ein Uhrwerk bauen, das präzise auch läuft und die Zeit darstellt. Aber das sind 15 Sekunden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da, zack. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zack. So, alle 15 Sekunden soll ja ein Zyklus stattfinden. Und das haben wir jetzt gebaut. Das heißt, alle 15 Sekunden wird ein Signal übertragen. Das heißt, dann wird einmal die Information gesendet, was im Lager drin ist und was nicht im Lager drin ist. So, das ist jetzt gleich der Sache sein sollte, das heißt jetzt gleich 15 Sekunden und die erste Zyklus beginnt. Der erste Zyklus beginnt. Warten wir da. Okay, jetzt geht's los. Tack, 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 tack. Das System läuft. Überträgt einmal alle Zellen. So, war aber noch nicht fertig. Ich glaube, dass dieser Kondensator nicht ausreicht, um alle Zellen tatsächlich abzudecken. Ja. Ich glaube, der sollte jetzt ausreichen, um alle Zellen nochmal abzudecken. Mal gucken. Und sobald dieser Kondensator abgelaufen ist, also sobald dieser Kondensator wieder aktiv geht, ne, dann soll er da oben einen Impuls ausführen. Das heißt, wir aktivieren dann damit einmal den Kollegen hier. Der Kollege geht dann hierhin und der aktiviert am Ende einmal
die Technik hier. So, und das ist es nämlich dann. Und die Technik wird dann aktiviert von dem. Sehr schön. Das heißt, immer nachdem einmal quasi hier alles durchgelaufen ist, das ist quasi sobald ein neues Signal bekommt, was jetzt der Fall ist. Oh, das hat jetzt gar nicht geklappt. Nee, hat gar nicht geklappt. Aber warte, machen wir uns mal eben neu und ordentlich. So. Das war jetzt nicht so fein. Aber das sollte es jetzt sein. Hoffentlich. Mal gucken, wie die Technik sich jetzt verhält. Also. Genau. Die Falle ist eingerastet. Die Daten werden übertragen. Bis in jede Ebene werden die Daten übertragen. So, die Datenübertragung ist dann irgendwann abgeschlossen. Datenübertragung ist abgeschlossen. Die Neuberechnung ist erfolgt. Die hier. Und jetzt. Ah, okay, verstehe. Und jetzt sollte das Ding einmal das ausführen. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Genau, und jetzt wird in die Zelle das ermittelte Signal übernommen. Okay, das ist es. Jetzt haben wir es aber geschafft. Okay, ja. Schwere Geburt, ihr Lieben. Aber hat sich doch mal gelohnt. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das Signal am Ende oben richtig wieder ankommt. Das heißt, jetzt bauen wir kurz den finalen Weg nach hier oben. 2, 3, 4, sieht fein aus und ab die Post. Zack, zack und zack, 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 zack. Fertig. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir sehen, jetzt wird auch ein Load angezeigt. Es werden 3 Loads angezeigt. Das sind diese Kollegen hier. Das heißt, wenn ich die jetzt wegnehme, die Dinger, sollte ab jetzt kein Load mehr angezeigt werden. Das System, wie gesagt, holt sich jetzt die Information aus dem Lager, berechnet die Information und nach der Berechnung dann wird das finale Ergebnis dann quasi displayed. 2 steht hier gerade drauf. Es müssten also irgendwo 2 Fackeln an sein. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ja, okay, jetzt hat das korrigiert. Alles klar. So, und jetzt testen wir es aus. Das heißt, wir sind fertig. Wir haben es geschafft. Das war echt eine schwierige Geburt, muss ich sagen. Und nun testen wir es aus. Also, wenn wir jetzt wieder genau das machen, dass wir quasi einfach hier Stein rausnehmen, sondern es fehlt Stein im Lager zum Beispiel und wir sagen, es fehlt Holz im Lager, dann schalten sich ja Fabriken an. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie viele Fabriken sich jetzt gerade angeschaltet haben. Wir sehen, eine Fabrik hat sich schon mal angeschaltet. Das heißt, jetzt sollte zumindest ein Balken mit 1 schon mal hier auftauchen. Wir warten ein bisschen, das ist ein bisschen off und hinterher, aber ja, perfekt, ihr seht, eine Fabrik hat sich eingeschaltet. Balken ist mit 1 an. Jetzt hat sich die zweite Fabrik angeschaltet. Jetzt hat sich die Fabrik hier angeschaltet. Das heißt, der Balken sollte jetzt um 1 höher gehen. Achtung! Wie gesagt, dauert ein bisschen, ist ein bisschen offsetted. Da ist der Balken höher gegangen. Perfekt. Und sobald sich dann die nächste Fabrik anschaltet, geht es dann immer weiter und immer weiter so. Das heißt, wenn wir jetzt einfach Tick Sprint für 600 Sekunden machen, dann sehen wir irgendwann, dass die nächste Fabrik sich einschaltet. Wir gucken mal hier oben. Wir sehen das hier an dem Wegenetz, ja, welche Fabriken gerade an oder aus sind. Aktuell brauchen wir gar nicht so viele Fabriken, wie wir sehen. Und die Steinfabrik ist auch noch nicht gerade am Requesten. Das ist cool. Außer wir haben irgendwo einen Fehler und irgendwas funktioniert nicht. Das müssen wir gleich ein bisschen beobachten. Wir haben, genau. Okay, das Ding zeigt ja nichts an, weil wir gerade das Datenkabel abgeschnitten haben. Oh oh, ich mache mir jetzt gerade schon ein bisschen Sorgen, ob das hier noch läuft. Aber aktuell ist wieder nur eine Fabrik an. Ihr seht, Load as of 1. Haben wir so viel Cobblestone im System? Wahrscheinlich haben wir so viel Cobblestone im System, dass einfach nicht mehr benötigt wird. Und ich glaube, dass wir so viel Holz im System haben, dass wir auch nicht mehr Holz benötigen. Das ist einfach wirklich einfach gerade Lucky Situation. Doch, jetzt ist Cobblestone. Jetzt wird Cobblestone angefragt. Ja, Cobblestone-Fabrik ist an. 3 Fabriken sind an. 1, 2, 3. Und wir sehen, gerade war auch der Load-Balken auf 3. Der ist jetzt auf 3 sogar, der Load-Balken, wie wir sehen. Ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. 1, 2, 3. Genau, der Load-Balken ist auf 3. Jetzt geht er wieder auf 2 runter, weil nur noch 2 Fabriken laufen. Und so weiter und so fort. Also das heißt, der Load-Balken funktioniert. Sehr schön. Das heißt, jetzt muss ich nur noch den, das heißt, dieses Kabel wieder anschließen. Das werde ich jetzt zwischen den Folgen machen. Also zwischen der jetzigen Folge und der nächsten Folge werde ich dieses Kabel umlegen und nochmal ordentlich hier mit dem Ding verbinden. Und dann funktioniert der Load-Anzeiger. Jetzt gerade ist wieder nichts los. Keine Fabrik ist aktiv. Deshalb ist Load bei 0. Ey, super. Super nice, Leute. Okay, haben es geschafft. Das heißt, wir haben einen vermeintlich einfachen Balken. Na, ihr seht quasi, jetzt ist die Fabrik da hinten aktiv. Jetzt ist deshalb Load wieder aufgetaucht. Das heißt, die Fabrik läuft.
Jetzt ist aus. Und auch der Schauschen wieder. Ja, perfekt. Meine Damen und Herren, also im nächsten Part geht es dann weiter. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Und ciao, Leute.